treffen, das war falsch. Könntest du bitte aus dem Teleporter rauskommen? Danke. Nicht kriegen wir noch irgendwie tot. Ja. Jetzt treten wir mal kurz die Flucht an. Fallen Relics, die Maschinas. You have found this Ice Saber. Eine strategische Nahkampf-Armee. Gucken wir uns gleich an. So, nachdem ich hier jetzt gerastet habe. Ich könnte zum Beispiel mal die ganzen Knochensachen hier lassen. Fjord Eisheber. Das Ancient Lightsword ist aber um einiges besser, muss ich ehrlich sagen. Ich leg's mal hier hin. So. Der kann dahin. Ganz ehrlich, das Equipment, das muss ich auch nicht unbedingt mit sich rumschleppen. Dagger of 100 Stings. Naja, das dauert auch noch eine Weile. Ah, ein Wisp Shift Dagger ist das. Dann kann der Dagger mal da bleiben. Und ja, ich habe gehört, also ich kenne aus dem Walkthrough, dass der Dagger ziemlich cool sein soll. So, Stuff Defense auf Max. Ich könnte Fire Magic jetzt auf Max boosten, aber ich gehe erstmal ein bisschen in Ice Magic. All Champions have Energy. Status are set to mimic those of the caster. Okay. Das hat mich jetzt einen Haufen Lebenspunkte gekostet. And status. Na gut. Das Antidot kann ich mal da lassen. Das Ding lasse ich auch mal hier bei den guten Sachen. Wobei ich so die guten Sachen... Das macht ein nettes Geräusch, wenn man es wegwirft.
So, ich habe hier ein paar Schriftrollen. Feuerresistenz-Necklace brauchen wir jetzt auch nicht. Von denen habe ich zwei. Okay. Machen wir mal wieder heller. Ich habe nicht alle Relikte gefunden. Ich habe noch nicht das Ding im Unterwert gefunden. Ich habe noch nicht die Ancient Weapon und den Power Gem gefunden. So, ich bin wieder hier drin. Ice Prison. Tidal. Crystal Skull, mal wieder einer. Was auch immer das jetzt war. Frostbite Necklace. Und ein Haufen Cool Stones. Yo, we opens the six chambers exits. Das heißt, ich kann jetzt überall wieder reingehen. Ich kann auch hier wieder rein. Schick. Da kann man nichts extinguishen. Gut, das heißt, ich kann mich weiter umsehen. Ein Teleporter? Caretaker Supply Room. Oh, ach ja, ich habe ja noch die zwei Schriftrollen. Packen wir da mal rein. Das geht zu ihm runter. Er ist ja Knochenträger. Obwohl, das ist Maintenance Stuff. Das kann mal zu ihr für eine Weile. Alchemistischer Report 22.1203 FC. Das ist wahrscheinlich eine Jahreszahl. Der Trank ist komplett. Meine Arbeit ist endlich erledigt. Das Elixier selber ist eine seltene und exotische Sache. Nichts, was ich bis jetzt wusste, hat mich davon überzeugt, dass es möglich ist, gefallene Kameraden zurück ins Leben zu bringen. Nee, halt, das habe ich jetzt falsch übersetzt. Nichts habe ich gewusst darüber, dass es möglich ist, gefallene Kameraden ins Leben zurückzubringen. Egal wie viel Zeit seit dem Tod verstrichen ist. Eine Formel, die ein Gaia Ball benutzt oder eine Geierglocke benutzt, wurde aufgezeichnet. Wenn jemand nicht alle Kräuter zusammen hat, gibt es keine alternative Formel. Ein Elixier wie dieses wird sicherlich die Turn the Tide, also wird das Gleichgewicht verändern im Krieg gegen die Maschinen und die Guardians. G4ordian Alchemist. Noch ein Cross Key. Frost Cap. Pyre Stone.
Und ein bisschen essen. Da kann das sein. Was mache ich mit dem Essen? Ich würde sagen, Essen. Das war der falsche Zauber. Jo, dich können wir super ausmanövrieren. Jetzt sind wir hier. Das ist ja auch nett. So, hier drüben war ich allerdings noch nicht fertig. Vor allem sind hier wieder Drachen und alles, die spucken könnten. Au, und wieder sowas. Ich habe etwas im Norden gehört. Au. Okay. Ich habe gerade nicht mitgekriegt, was abgegangen ist. So. Frost Caps. Da wieder. Ich höre das Faint. Spawnen die immer, wenn ich da drauf drücke? Also ja, irgendwas stand davon, dass da was charge. Au. Genau, tu mir einfach den Gefallen und stirb. Ja, tatsächlich, hier feuern die gerade. Genau. Ja, klar.